Bitte? Das kenne ich zumindest euren Musikgeschmack. Schönen guten Tag zusammen. Ich begrüße euch zur Pressekonferenz nach unserem Zweitliga-Heimspiel in der MDCC-Arena gegen Fortuna Düsseldorf. Endstand beim Hans-Jürgen-Hermann-Spieltag vor 20.647 Zuschauern 2:3. Präsentiert wurde die Partie von unserem Partner Sparkasse Magdeburg. Herzlich begrüße ich natürlich auch die beiden Cheftrainer Christian Tietz und Daniel Thion. Das erste Wort gebührt wie immer dem Gästetrainer Daniel Thion. Ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, vielen Dank. Ich glaube, viele Parallelen zum Spiel vor 10 Tagen, zumindest was den Wendesieg betrifft. Unterscheidung war nur, dass ich heute das Gefühl habe, dass der Club es deutlich besser gespielt hat als vor 10 Tagen und wir noch mal einen Ticken schlechter als vor 10 Tagen oder vor 11 Tagen jetzt entsprechend. Und waren aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit mit dem 2-0 gut bedient. Nicht, dass es sehr viele Torchancen gegen uns waren, aber ich hatte den Eindruck, dass die Magdeburger in jeglicher Hinsicht besser drin waren in den Zweikämpfen. Ich glaube, wir hatten 0% Zweikampfquote, jetzt mal übertrieben dargestellt. Wir hatten ganz, ganz schlechte Ballbesitzphasen. Wir haben viele einfache Ballverluste gehabt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass wir keine zweiten Bälle hatten, immer einen Spritz zu langsam, kein Tempo drin hatten. Und 2-0 völlig, völlig klar, dass es auch völlig in Ordnung ging. Halbzeitpause fällt dann immer schwer als Trainer, dann doch ruhig zu bleiben. Konnte ich auch nicht ausschließlich. Habe diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe, auch der Mannschaft vorgehalten, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass es an unserer Ordnung, an unserer Taktik lag. Ich fand, damit hatten wir Räume kontrolliert. Unsere Hälfte dann eigentlich die meiste Zeit kontrolliert, ohne die Fehler, die da waren. Auch wenn, wie gesagt, die Magdeburger deutlich besser im Spiel waren. Ja, und dann braucht man auch mal wieder Glück. Sofort ein Tor nach der Pause. Und dann ist die Mannschaft ins Rollen gekommen. Und dann vielleicht auch den einen oder anderen Fehler, individuellen Fehler auf Magdeburger Seite, zurück ins Spiel geholt worden, hat die Partie gedreht. Freut mich riesig bei allem, was wir die letzten Monate aushalten mussten mit der Mannschaft, mit Verletzungen und am Ende des Tages gesehen habe, was alles bei uns auf dem Platz stand, auch an Spielern. Freue ich mich sehr darüber. Bin wieder ein wenig aufgewühlter, weil es mich schon mitgenommen hat, diese 45 Minuten in der ersten Halbzeit. So wollten wir nicht sein, auch nach dem letzten Wochenende nicht. Mit der zweiten, also kann ich sehr gut leben, damit kann ich mich identifizieren und denke aber nicht unterm Strich, dass der Sieg für uns sehr, sehr glücklich war und ein Unentschieden nach 2 unterschiedlichen Halbzeiten wahrscheinlich eher gerecht gewesen wäre. Danke. Vielen Dank, Daniel Thion. Christian Tietz, dein Statement zum Spiel. Zunächst mal euch Glückwunsch zum Sieg und auch ein frohes Weihnachtsfest und Gesundung der Spieler. Beim Spiel, selbst heute, wir gehen mit 2-0 hier rein und dann war es eigentlich eine Partie, wo wir wussten, du gehst raus, du stehst sicher, du stehst hinten vor allen Dingen in Überzahl und dann bekommen wir unsere Möglichkeiten. Wir kommen raus, wir kriegen klare Überzahl nach, glaube ich, 1,5 Minuten das Tor gegen uns. Dann ist es ein Spiel so ein Stück weit hin und her geschwappt. Beide Teams hatten dann auch durchaus Umschaltaktionen. Wir hatten unsererseits auch zwei Riesendinger aufs Dritte zu stellen. Und beim 2-2 verteidigen wir es halt wieder ganz schlecht hinten auf der letzten Linie. Wie wir nicht einrücken, wie wir nicht zustellen, wie wir nicht mit dem Innenverteidiger nach vorne gehen. Und dann steht es hier 2-2 und das 3-2 haben wir dann einen Gegner leider eingeladen durch einen individuellen Fehler und trotzdem kommen wir dann nochmal ins Spiel zurück, haben dann auch einige gute Möglichkeiten, um hier ein drittes Tor zu erzielen. Aber das hat jetzt, dieses Spiel war auch, finde ich, so ein Abziehbild von mehreren Partien, die wir hatten, dass wir viele Dinge auch fußballerisch öfters kontrollieren, aber wir uns dann um den Ertrag bringen. Um den haben wir uns heute gebracht, bei allem Respekt vom Gegner, weil auch Fortuna Düsseldorf wirklich eine Qualität hat und die auch gute Spiele in ihren Reihen haben. Aber heute war es schon mitten verschulden. Das Spiel hätten wir so nicht aus der Hand geben sollen. Danke, Trainer. Kommen wir zur Fragerunde. Wer möchte starten? Janik Sammert für die Volksstimme. Hallo zusammen. Herr Tietz, Sie haben es gerade schon beschrieben, wie das Spiel denn entglitten ist. Wie erklären Sie sich das jetzt auch gerade nach dem Pokal aus, dass es quasi dann in der gleichen Form wieder passiert ist? Ich kann Ihnen die Entstehung der Tore beschreiben. Das wäre einfach, daran liegt ja dann in der Kette der Fehler. Aber de facto ist es so, dass wir öfters zwei Dinge bei uns drin haben und die haben sich über die Saison hindurchgezogen und heute finalisiert, dass wir in der
Endkonsequenz des Verteidigens. Und wenn Sie sich das Tor anschauen, da haben wir drei Spieler, die einfach beim Spieler hingehen können. Und dann passiert nichts. Sie bleiben alle drei stehen, beobachten sie dazu. Wir machen einen Fehlpass, wo wir einen Gegner einladen. Das sind Fehler, die werden dann in der Liga auf dem Niveau von so einem Gegner auch bestraft. Und wir hatten vorher schon einige richtig gute Einschussmöglichkeiten, um aufs Ritter zu stellen. Und da fehlt uns dieser letzte Schuss dann auch an Konsequenz, dass wir die Dinge besser machen. Dann noch eine personelle Frage. Silas stand heute nicht im Aufgebot. Wie ist die Lage bei dem Jungen, nachdem er gestern den Schlag im Training bekommen hat? Ja, eigentlich hatten wir gestern gedacht, dass das soweit alles gut ist. Und dann hat aber über Nacht das Knie reagiert. Wir haben dann heute Morgen nochmal getestet, aber musste leider sagen, es ging nicht. Da war der Schmerzzustand zu groß und auch das Anwinkeln des Knie. Ich hoffe jetzt, dass es nicht Schlimmeres ist. Wir werden jetzt nochmal Untersuchungen folgen, aber es war heute nicht möglich, dass er spielen kann. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann schließe ich die Pressekonferenz, unseren Gästen guten Heimweg und abschließend natürlich noch im Namen des ersten FC Magdeburg, des gesamten Clubs, allen Clubfans vielen, vielen Dank für die Unterstützung, für den starken Support im gesamten Jahr und wir wünschen euch allen ein frohes, friedliches, gesundes Weihnachtsfest und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr und einen guten Start ins Jahr 2024. Danke.